Hallo Freunde des Maronenschadens, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was habe ich heute für euch? Heute geht es in eine alte Villa eines Dentisten oder Zahnarztes. Diese Villa mit der Zahnarztpraxis, das ist eigentlich gar nicht so das Highlight. Das Highlight befindet sich eigentlich auf dem Dachboden und im Keller. Aber was das ist, das zeige ich euch im Laufe des Videos. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Als ich das Gebäude betrat, stieg mir sofort dieser feucht-muffige Geruch in die Nase. Alles war zugemüllt und in einem kleinen Nebenraum, was wahrscheinlich die Werkstatt darstellen sollte, lagen viele Werkzeuge und Gebisse zur Bearbeitung. Auf dem Weg in das Behandlungszimmer ist mir aufgefallen, dass alles ziemlich wohnlich eingeteilt war. Nur das Behandlungszimmer war nüchtern professionell. Da alle Fenster verbrettert waren, war es natürlich sehr dunkel in den Räumen. Ich konnte mir also aussuchen, ob ich alles künstlich beleuchte oder die Stimmung einfange. Ich habe mich für beides entschieden. Eine Etage höher war der Wohn- und Schlafbereich. Auch hier alles durchwühlt und zerstört. Die Wohn- und Schlafmöbel hatten ein Flair aus den 60er Jahren, obwohl mir das Badezimmer eher einen 70er Style hatte.
Aus dem Wohn- und Essbereich ging es noch eine Etage höher. Ein interessanter Fund war diese Eisenbahnplatte. Leider hat auch hier der Vandalismus zugeschlagen und alles, was wahrscheinlich obendrauf noch war an Zügen und Zubehör, wurde gestohlen. Die Küchenschränke sind allesamt ausgeräumt worden, so als wenn noch jemand einen Riesenschatz vermutet hätte. Ich wollte schon wieder runtergehen, als ich in einem kleinen Nebenraum noch eine Treppe entdeckte. Ich traute meinen Augen nicht. Der ganze Dachboden war vollgestellt mit Motorhauben, Kofferraumhauben und Türen von Oldtimern. Eine wahre Augenweide. Aber es sollte noch besser kommen. Mein letzter Weg führte mich in den Keller. Naja, dachte ich, was kann da noch passieren? Und als ich die Tür aufmachte, war ich total geflasht. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Eine ganze Garage, vollgestopft über zwei Etagen mit Oldtimern jeglicher Art. Der Wahnsinn.
So, also ich fand das wirklich klasse. Jetzt im Einzelnen habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Das Einzige, was ich noch hinterher werfen kann, das ist, es hat gebrannt in der Villa. Und daraufhin hat das Ordnungsamt also die ganze Villa komplett verschlossen. Das ist also kein Reinkommen mehr. Wenn euch das soweit gefallen hat, lasst mir ein Like da. Gerne auch wieder Kommentare und Anregungen unter dem Video. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt. Wenn ihr das Glöckchen aktiviert, werdet ihr sogar benachrichtigt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis später. Ciao.